Hallo und herzlich willkommen, liebe Solopreneure. Mein Name ist Shalia Stevens. Ich bin der virtuelle Coach von shaliastevens.com, wo wir Experten und Solopreneuren dabei unterstützen, sich authentisch auf dem Markt zu positionieren, kontinuierlich neue Kunden zu gewinnen und ihre Expertise zu einem erfolgreichen und entspannten Business zu machen. Und in dem heutigen Video möchte ich darüber sprechen, über das Thema Marketing, wenn du keine Worte findest. Und ich möchte eine Geschichte erzählen, wie so oft, um das Thema zu verdeutlichen. Und zwar an meinem eigenen Beispiel und an eine Situation gestern, wo ich aufgefordert war, Marketing zu machen und keine Worte gefunden habe und wie ich damit umgegangen bin. Und vielleicht hilft es dir auch, in solchen Situationen eine Orientierung zu finden. Das würde mich sehr freuen. Und zwar folgende Situation. Ich bin letzte Woche in London gewesen und zwar für 7 Tage. Wir haben dort eine Fortbildung gehabt und zwar mit meinem großen Mentor und Master Coach Michael Neal im Rahmen seiner Super Coach Academy. Es ist mein zweiter Durchgang, nicht weil ich durchgefallen bin, sondern weil ich mich verpflichtet habe mit offenen Herzen für den zweiten Abschnitt, der sogenannte Advanced Track, und ich nehme nochmal teil aus einer neuen Perspektive. Und wir Advanced Trackler sind 7 Leute. Das ist eine kleine Menge von den sonst 50 Leute, die in den Grundlagentraining drin sind, im Parallel zu uns. Und in dieser kleinen Gruppe, wir treffen uns in der kleinen Gruppe und wir haben zusätzliche Aufgaben. Wir kriegen direkte Supervision von Michael. Und eine Sache, die ganz anders ist als bei den ersten Mal, wo ich durchgegangen bin, ist, dass wir aufgefordert sind, eine Community Project gemeinsam zu entwickeln. Also wir zu ZIPT. Und das ist an und für sich schon sehr spannend gewesen, weil stellt euch vor, 7 Menschen mit eigenen Businesses, die schon gar nicht gewohnt sind, sich mit anderen abzustimmen, sollen auf Ideen kommen oder eine Idee für die nächsten 6 Monate, wo sie einen Beitrag leisten zur Welt. Also, dass wir quasi einen Impact schaffen in der Welt durch das, was wir tun in diesem Projekt. Und wir hatten einige Ideen gebrainstormt am ersten Tag, am Montag letzte Woche, und wieder am Mittwoch wollten wir uns treffen, um quasi die Idee zu befestigen. Und wir waren so unterschiedlichste Meinungen, dass ich fast frustriert daraus gegangen bin und dachte, wir kommen nie auf einen grünen Zweig. Und schon dann am nächsten Morgen, am Dienstag, war ich walken. Also ich bin spazieren gegangen jeden Morgen, nachdem ich einen Aufruf gemacht habe in Facebook. Und jemand hat dem Aufruf gefolgt. Ihr Name ist Deborah und ihr Mann ist David. Und wir waren jeden Morgen, was das Zeug hält, vor dem Training, mindestens 1 Stunde durch die Stadt in London durchmarschiert und haben gequatscht und geredet. Und dabei habe ich die beiden kennengelernt und gemerkt, dass sie der jüdischen Gemeinde in Pittsburgh angehören, wo vorletzten Samstag eine Massenschießerei gegeben hat, und wobei 11 Menschen ums Leben gekommen sind. Und die Deborah hat mitbekommen, dass wir ein Projekt suchen, und sie hat mich gefragt, ob ich die Idee in die Runde schmeißen würde, dass wir 7 Coaches einspringen, quasi als Support-Team für die vielen, vielen Menschen in Pittsburgh, die Schwierigkeiten haben mit dem, was passiert ist, die Gespräche brauchen, Counseling brauchen. Ich weiß gar nicht, was das Wort ist auf Deutsch. Also Unterstützung brauchen. Und sie hat berichtet, dass die ganze Community überfordert ist, dass die ganzen Educators und Rabbis und all diejenigen, die mit der Bevölkerung sprechen, mit den Congregants und mit den Betroffenen, dass sie selber an einem gewissen Limit gekommen sind und einem emotionalen, physikalischen Burnout teilweise geraten sind, also jedenfalls an die Grenze. Und ich habe gesagt, klar, wir sprechen ich spreche mit dem Team und frage sie, ob sie mitmachen möchten. Und sie haben natürlich alle sofort Ja gesagt. Also da waren plötzlich unsere theoretischen Ideen nicht so wichtig, weil hier waren echte Menschen, die unsere Unterstützung brauchen.
Und so gingen wir zu Deborah zurück und haben gesagt, ja, wir machen mit. Wir helfen bei diesem Pittsburgh-Synagogue-Shooting mit unserer Coaching-Leistungen. Und wir hatten tief in uns das Gefühl, dass das, was wir können, das, was wir auch in der Woche noch, wo wir die Säge schärfen in diese Richtung, nämlich dieses Transformational Coaching, dass es uns befähigen wird, diese Menschen zu unterstützen in ihrer Not. Und wir waren wirklich im tiefsten Herzen davon berührt und auch überzeugt, dass wir einen Beitrag leisten können. Und als Deborah dann zu uns zurückgekommen ist, ich glaube, es war Donnerstag, hatten wir ein Meeting mit ihr und sie hatte bereits in Pittsburgh Rücksprache gehalten. Und sie hat gesagt, ein nächster Schritt wäre, dass wir sowas wie ein Schreiben aufsetzen, um überhaupt zu erklären, wer wir sind, was uns qualifiziert, diese Arbeit zu leisten und was wir meinen, beitragen zu können. Also was wird es helfen überhaupt, wenn wir mit den Menschen sprechen. Und ich weiß nicht warum, aber kurzerhand ist in mir so ein Gefühl gekommen, so, oh, ja, das verstehe ich nicht. Also sie hat uns gebeten, reinzukommen und zu helfen. Und jetzt müssen wir uns quasi rechtfertigen oder verkaufen innerhalb von dieser Geschichte. Das war so mein kleines Ego, was sich breit gemacht hat, kurzerhand. Und es hat plötzlich ein Gefühl von Widerstand gegeben, so nach dem Motto, warum sollen wir das machen? Ich habe zum Glück sehr schnell festgestellt, dass es nur mein Ego-Gequatsche ist. Und ich habe gesagt, klar, wir machen das. Das Team war auch einverstanden. Und so machten wir uns an die Sache ran und haben gesagt, wir geben ihr was bis Montag. Also wenn wir wieder zurück sind in unsere jeweiligen Länder. Und ich habe begonnen, oder eine Kollegin hat begonnen, den ersten Entwurf aufzusetzen von diesem Schreiben. Sie schickt es an uns alle. Ich habe das angesehen und habe begonnen, das anzupassen auf Amerikanisch. Ja, Sprache, weil es eine Deutsche aufgesetzt hat, die hat es sehr gut gemacht, aber es war so ein bisschen hier was gebessert und da was gebessert. Und dann habe ich eine Facebook-Nachricht von Deborah bekommen und sie wollte mit mir sprechen. Wir sprachen dann auch miteinander und es stellte sich heraus, dass sie, als sie zurückkam von London nach Pittsburgh, dass alles wirklich viel mehr auf dem Kopf stand, als sie dachte. Und eine viel höhere Not vorhanden war, als sie es sich hätte vorstellen können. Und sie merkte auch im Laufe des Zurückkommens, dass viele, viele, viele Organisationen, Hunderte von Organisationen weltweit haben sich gemeldet per E-Mail, per Brief, per Telefon, per Skype und Zoom und haben gesagt, wir sind hier und wollen euch unterstützen. Und sie war mit ihrem Team in der Federation ein bisschen überwältigt, weil sie brauchen Hilfe, sie sind brauchen dringende Hilfe, sie sind überfordert und andererseits, es waren einfach zu viele Angebote. Und sie hat gesagt, was können wir tun gemeinsam, um wirklich Worte zu finden für das, was ihr tut? Und dann begannen wir darüber zu sprechen. Und vielleicht ging es dir auch so schon so mal in deinem Business, dass du tief das Gefühl hast, du kannst anderen Menschen helfen und zwar allen Menschen mit deiner Arbeit helfen. Und so ging es uns auch. Wir haben gesagt als Team, ja, wir sind keine krisenerfahrenen Menschen, also die meisten von uns nicht. Wir waren nicht in Kriegsgebieten, wir waren nicht im Coaching-Einsatz nach einer Katastrophe oder einer Tragödie. Aber wir haben einfach tief gespürt, dass es helfen wird. Nur als ich mit Deborah sprach, ich fand keine Worte, um zu vermitteln, was wir genau tun können, wie wir genau helfen können. In meiner Vorstellung, ja, sprechen wir einfach mit den Leuten und in dem Moment kommt das Richtige dabei raus. Wir werden geführt von unserer inneren Weisheit, wir werden unser Verständnis mitbringen von wie Menschen ticken und wir werden einfach helfen. Nur, das ist viel zu abstrakt für unser Gegenüber und so rangten Deborah und ich um Worte. Und Folgendes ist mir in den Sinn gekommen, als wir aufgelegt haben. Ich habe gedacht, meine Güte, sie wollte eigentlich mit einigen Kolleginnen sprechen, bis hier oben hin mit den Menschen in Not gesprochen haben. Und wir wollten mit denen ein Interview führen, dass sie uns zurückberichten. Was hören sie da draußen im eigenen Leben? Was ist der Not der Menschen? Weil ich dachte, wenn wir das wissen, dann haben wir ein besseres Verständnis von der Lage und auch wir verstehen besser, wo wir anknüpfen können und wie wir darüber reden können. Nun,
diese Termine haben noch nicht stattgefunden. Und als ich mit Deborah aufgelegt habe, habe ich gedacht, okay, ich google einfach mal und ich sehe, was ist Aftermath eines Shootings und was passiert da allgemein. Vielleicht gibt es Hinweise online für die Bevölkerung, was nach einer solchen Situation mit einem passieren kann. Und tatsächlich habe ich jede Menge Informationen bekommen. Diese haben dazu geführt, dass wir das Schreiben erfassen konnten. Aber das ist alles auf Englisch und ich versuche, das ein bisschen herauszuheben. Zum Beispiel eine Sache, die Deborah ohnehin schon mit uns geteilt hat, ist, dass sie sagte, viele Leute in der Community brauchen einfach einen Mensch, mit dem sie reden können. Sie wollen einfach talk. Also sie wollen einfach reden. Dann habe ich geschrieben hier, okay, Deborah hat uns mitgeteilt, dass viele Leute einfach sprechen wollen. Und ich habe gesagt, wir sind hier, um zuzuhören, mit offenem Herzen, mit offenem Gehirn, wenn man so will, mit open mind. Und wir hören sehr gerne die persönlichen Erfahrungen der Personen, die sie hatten während dieser Situation oder die sie jetzt haben im Nachgang zu dieser Situation. Das war der erste, wo ich begonnen habe zu erklären. Dann habe ich gelesen, manche Leute haben Schwierigkeiten nach einem solchen Ereignis zu essen oder zu schlafen oder ihrem alltäglichen Tag nachzugehen. Also es ist wie eine unglaubliche Unterbrechung in ihrem Leben nach so einem Ereignis. Und vielleicht erfahren sie Nervosität, Wut oder Stress oder andere starke emotionale Reaktionen, die durch diese Events getriggert werden. Und dann habe ich geschrieben, wir sind dort, um denen zu helfen, diese Gefühle zu navigieren auf eine gesunde und selbstliebende Art und Weise. Oder was ich auch gelesen habe, ist, dass manche Leute sich verfangen in akuten Sorgnis, weil sie zu viel Fernseher schauen, zu viel negative Berichte, intensive Berichte über die Ereignisse bekommen. Und dass wir dort sind, um denen zu helfen, um der Lärm in außen auszuschalten und um einen Ort in sich zu finden, wo ihre Stärke ist, ihre Resilienz und ihre Weisheit zum Vorschein kommt. Und. Aber ich hoffe, du hörst heraus, welchen Ansatz wir gemacht haben bei diesem Schreiben. Es war einfach zu verstehen, wo mein Gegenüber gerade ist mit ihrem oder seinem Not und zu überlegen, wie kann das, was ich kenne, weiß und wo ich Erfahrung habe, helfe dort anknüpfen, quasi das Gift und das Gegengift zu der Situation. Und daraus ist ein so für mich und unserem Team so stimmigen Schreiben entstanden, weil wir nicht versucht haben, abstrakt oder aus Coaching-Sprache oder auch nicht so spirituell und abgehoben zu sprechen über die Situation, sondern einfach auf feste Charaktereigenschaften nach einer solchen Tragödie und dort anzuknüpfen, wo die Menschen wirklich stehen, die dort abzuholen, wo sie sind. Ja, also das war eine interessante Erfahrung für mich, weil es ist schon sehr lange her, dass ich ringe mit Worten bezüglich meiner Arbeit und wie es anderen Menschen helfen kann. Und es ist auch schon lange, dass ich wieder mit meinem Ego konfrontiert wurde und dass ich vergessen hatte vielleicht in diesem kurzen Augenblick, was Marketing wirklich ist. Ich kann mich erinnern, nämlich am Anfang meiner Selbstständigkeit, ich habe irgendwie ein inneres Widerstand und teilweise auch so ein kleines kindliches Verhalten gegenüber Marketing, weil ich dachte, warum soll ich das machen? Die Leute sollen einfach zu mir kommen. Warum soll ich das so mühsam erklären müssen, was hier passiert? Heute weiß ich ganz genau, dass Marketing insofern Liebe ist, weil wir lieben unsere Kunden genug, in dem Fall, wir lieben diese Menschen in Not genug, dass wir die Zeit nehmen, um uns hinzusetzen und wir nehmen uns die Zeit, Kommunikation zu finden, die unseren Stakeholder, in dem Fall die Organisation, die uns reinbringt an der Stelle, dass denen hilft zu verstehen, was wir tun können, was der Nutzen unserer Arbeit ist, wo wir ansetzen können,
sodass sie überhaupt eine Entscheidungsgrundlage haben. Schau, wenn sie, keine Ahnung, 100 Hilfeangebote haben, dass sie wirklich klar sehen, die machen das, die machen das, die machen das. Okay, ich glaube, das passt am besten zu uns, das nehmen wir gerade. Marketing ist ein Entscheidungsinstrument, ein Hilfsmittel, ein Kommunikationsmittel, um eine Brücke zu bauen zwischen unsere Dienstleistungen und denjenigen Menschen, die unsere Dienstleistungen gebrauchen könnten. Und mehr nicht. Und wir machen so viele andere Geschichten daraus die ganze Zeit. Und das hat mir diese Situation wieder vor Augen geführt, sehr bescheiden auch gemacht und mich von meinem hohen Ross runtergenommen. Weil natürlich wollen sie auch wissen, was sind unsere Credentials, wie haben wir Coaching gelernt, was befähigt uns dazu, diese Menschen auf eine professionelle Art und Weise zu unterstützen und auch diese Fakten wieder hervorzugraben. In Liebe und in Wertschätzung war eine gute Übung. Was hast du persönlich für dich in dieser Erzählung gehört oder mitgenommen? Hast du dich selbst wieder gesehen in der Erzählung? Gab es Zeiten in deinem Business, wo du widerwillig Marketing machen wolltest oder dem eine ganz andere Bedeutung gegeben als das, was es wirklich ist? Erzähl mir deine Erfahrungen hier in dem Kommentarbereich. Ich würde mich sehr gerne freuen, von dir zu hören. Und wir sehen uns beim nächsten Live-Video. Bis dahin wünsche ich dir ganz, ganz viele Worte für dein Marketing. Tschüss!